Sex ist das große Thema in der Biologie und weit darüber hinaus. Die überaus zahlreichen Strategien rund um diese schlichte Tatsache, dass zwei Geschlechtszellen verschmelzen und ein neues Lebewesen entsteht, werden in einer Sonderausstellung vom 27. Oktober 2011 bis zum 20. Mai 2012 im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, Schloss Rosenstein, aufgefächert. Die Direktorin des Museums, Frau Prof. Dr. Johanna Eder, erklärte: Ausstellung 6. Wir beschäftigen uns hier mit einem zentralen Thema oder mit dem zentralen Thema in der Biologie. Gäbe es keine geschlechtliche Fortpflanzung, so gäbe es auch nicht die Vielfalt, die wir heute kennen, des Lebens. Wir gestalten unsere Ausstellung so, dass wir sie nicht nur etwas zeigen, dass es nicht nur etwas zu sehen gibt, sondern dass wir sie mit allen Sinnen erfahren können. Und der rote Faden durch unsere Ausstellung ist im Prinzip der gesamte Vorgang der Fortpflanzung, beginnend mit der Partnersuche und der Partnerfindung, mit dem ersten Date, bis hin zur Aufzucht der Jungen. Und die zentrale Frage, die wir hier behandeln und der wir uns hier widmen: Warum hat die Natur diese Vielfalt entwickelt? Warum hat sie überhaupt eine sexuelle Fortpflanzung entwickelt? Unsere Ausstellung gibt viele Antworten auf diese Fragen, auf viele Fragen. Sicherlich bleiben Fragen auch noch offen. Wir bieten ein sehr reiches Rahmenprogramm rundherum. Auf der einen Seite eine Vortragsreihe mit anerkannten Wissenschaftlern, auf der anderen Seite ganz spezielle Führungen für Besuchergruppen, spezielle Besuchergruppen, wie zum Beispiel für Singles oder nur für Frauen, nur für Männer, wo wir Fragen erläutern und wo wir die Ausstellung zeigen, explizit darauf abhebend, was ist für eine Frau interessant, was könnte für einen Mann interessant sein, wie können wir uns auch besser verstehen. Wir widmen uns der Biologie der sexuellen Fortpflanzung oder der Fortpflanzung überhaupt, und wir versuchen natürlich, die menschliche Sichtweise, den Blick durch die menschliche Brille auszuklammern. Über 2 Jahre lang haben die Mitarbeiter des Museums Daten und Fakten gesammelt und diese in mühevoller, wissenschaftlicher, guter Arbeit verständlich aufgezeichnet. So wird in verschiedenen Modulen das Thema Sex beleuchtet und der Besucher kann dem vertrauten Muster finden, prüfen und binden folgen, um schließlich vielleicht auch eine Familie zu gründen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.